Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Top-Meldung kommt heute aus der DDR. Zum ersten Mal können die DDR-Bürger in freier und geheimer Wahl ihre Abgeordneten bestimmen. Wir haben auch gearbeitet und wir waren auch und haben auch gezahlt. Die Kinder wollen angreifen oder die Enkelkinder haben sie uns da alles im Schreiben. Das ist doch nicht schön. Das ist nicht richtig, was die machen. Dadurch sind wir ja erst alle hier so unruhig geworden. Wir haben gesagt, sollen sie uns totschlagen und dann sind wir alle weg. Seit Tagen schon zeigt mir der Blick aus der transsibirischen Eisenbahn eine einzige trostlose Weite. Wenn du diese Zeilen liest, sollte ich, so der Herrgott es wollte, bereits eine gute Weile in der neuen Welt sein. Mir wurde bewusst, warum dein Großvater immer von der märkischen Streusandbüchse sprach. Sand, soweit das Auge reicht. Spurensuche ohne Spuren. Jagd hat unbedingt mit Töten zu tun. Wenn ich keine Beute machen will, habe ich auch nicht das Recht, mich in den Wald zu setzen und den Wald zu stören.